sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja, besser wär's. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knie, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ja, okay. Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Okay. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Das würde ich nicht so sagen. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey! Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind cool. Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Okay. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Hm. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja, dann werden wir hier ein bisschen was finden. Hoffentlich. Gewichte, Anker... Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Schade, was haben wir hier noch? Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Ach, dann kann ich da irgendwas... Ja, gut. Lol. Gewichte, Anker, Metallstiefel, ach, das Haken, gehört dazu. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Okay.
Da sagt er dann wohl das Gleiche. Was ist mit der Wir Stange? Nehmen mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Fenster? Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Das ist. Ja gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir die Mühle benutzen können. Bringt uns ja bestimmt viel weiter. Gehen wir mal zu Wenzel. Wohl. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Hilfe, Hilfe. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Funktioniert im Moment nicht. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Geil, das hätte ich gern gesehen. Das ist Wenzels Haus. Er wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Okay. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ja, so ein bisschen. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Ja, ist doch ein interessantes Haus, Bücher, wenigstens eine komfortable, ich denke mal, Dusche ist das. Preise, ja. Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen.
Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm. Du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Das ist richtig. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Autobatterien. Dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Gebrannte Bohnen. Hat er irgendwas mit Aufwatzung? Wüsste ich eventuell. Schwarzpulver. Okay. Klares Wasser. Büro. Rathaus. Bestimmt im Büro. Da komme ich ja nicht rein. Belebendes Wasser von Stieren. Vorne ist ein Stier, aber keine Ahnung, wie ich da Wasser bekomme. Energiereiches Wasser, Autobatterie, ja, okay. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ja. Bis später. Genau. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Mann. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. In deinem Keller. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay. In den Keller, ins Badezimmer, in den Keller. Schauen wir nochmal. Ja, ein großer Keller. Das ist ein Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Okay. Da war ja viel. Dann gehen wir ins Badezimmer. Ein Schwamm. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Jetzt nicht mehr. Aha. Okay, ein Kaminofen. Weiß ich auch noch nicht, was ich mitmachen soll. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn noch? Wir haben den Schwamm. Ich habe eine Idee. Da wäre zu Tonis Hütte nochmal. Da sind wir ja gerade erst weggeflogen. Da wollen wir jetzt auch nicht hin. So viel auf einmal, was ich finden muss. Wird interessant. Das ist nämlich der Stier. Aber ich will probieren mit dem Schwamm. Da war nämlich ein Name. Das
Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Aha, Seife. Okay. Ich meine, wir haben ja einiges, aber Seife haben wir nicht. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Okay. Wo geht's dahin? Keine Ahnung. Das ist das schwarze Brett, das ist der Stier, das ist das, dafür brauche ich einen Schlüssel. Kombiniere, kombiniere, Watson. Nochmal Rathaus, haben wir hier noch irgendwo was? Jetzt zu Tonys Hütte. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Das ist... Na, wir gehen noch mal in die Gasse. Irgendwo müssen wir ja was... Hey, der ist ja süß. Da brauchen wir noch Magneten, ne? Notfallstation, Lonzos Kneipe. Wir brauchen Seife, um das fertig zu machen. Hier hatten wir aber alles genommen, ne? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Kann man das auch nicht? Das kann man ja nicht mitnehmen, ne? Das ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Dann gucken wir doch mal bei uns bei der Hütte. Vielleicht kann ich da ja jetzt was mitnehmen. Bei Toni kann ich nichts machen, außer diese Mühle benutzen bisher. Weil sie ja alles sieht. Idee? Funktioniert! Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Das ist eine Chilischote, das ist diese scharfe Bohne, diese brennende. Ach, da ist Wasser. Kann man den da reintun? Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Nicht? Aber es ist ein nasser Schwamm. Es ist ja gut, dass wir das angestellt haben. Cool. Rätsel 1 gelöst. Rätsel 2, hoffentlich komme ich einen Schritt näher. Ab nach da vorne. Dum, dum. Ich finde das Spiel interessant. An für sich müssen wir ja an seine Nummer dran, sonst geht das da vorne nicht weiter. Da müssen wir uns auch noch was für einfallen lassen. So, wir haben den Schwamm. Komm, lass es irgendwas Nützliches sein. Muss das wirklich sein? Bah. Das Geräusch.
Ja. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouette und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Schnutzipu.